bin jetzt angekommen, habe ich gerade mal ein bisschen fresh, denn ich werde gleich mit meiner Freundin Saarbrücken unsicher machen. Richtig lustig, sie meinte dann einfach, sie wohnt da jetzt schon ein halbes Jahr und sie hat die Stadt selbst noch nicht mal richtig angeguckt. Das heißt, wir werden jetzt zusammen die Stadt das erste Mal richtig erkunden. Genau, Plan ist einfach, dass wir, wie gesagt, einfach ein bisschen in die Stadt gehen, vielleicht ein bisschen was shoppen, dann irgendwo essen gehen und heute Abend wollen wir noch ein bisschen was trinken. Übrigens, das ist das Haus von dem Freund von meiner Freundin. Das ist so krass, Leute. Echt, ich hoffe, dass ich nachher nochmal so eine kleine Haustour geben kann. Die haben nämlich so, die haben so zwei Etagen, einmal einen Keller und einmal diese obere Etage. Und das ist so krass, Leute. Richtig, richtig heftig. Und unten ist so ein richtiges Tonstudio einfach. Vielleicht kriege ich meine Freundin ja gleich dazu mal zu erklären, was es damit auf sich hat. Und wir sind jetzt hier nicht ganz in Saarbrücken, sondern das ist so ein Nebenort. Und dann müssen wir gleich halt einfach mit der Bahn hinfahren und dann sind wir da. Ich soll einfach nur mit der Bahn, ich glaube 10 Minuten fahren, sind wir da, also echt entspannt. Ich hatte mal online schon mal geguckt, was es hier so für Foodspots gibt in Saarbrücken. Und es gibt ein richtig süßes Café, da werden wir, glaube ich, morgen frühstücken gehen. Nachher gehen wir noch, ich glaube asiatisch war das, essen. Freue ich mich auch richtig doll drauf. So, last step. So, ready. Bisschen gruselig gerade. So, das ist übrigens mein Gästezimmer. Oh Leute, die Bettwäsche ist einfach so cute. So, ich habe meinen ganzen Stuff hier auch schon aufgebaut. Ich muss nämlich nachher auf jeden Fall noch ein Video schneiden und hochladen. Aber das machen wir auf jeden Fall nach unserem City-Trip. Kurzer Outfit-Check. Also einfach hier so ein Rock, der aussieht wie ein Rock, aber von hinten eine Hose ist. Sehr, sehr cool. Dann so ein Polunder. Und weißes Oberteil mit so einem Kragen. Yes, that's my outfit. Vielleicht kriege ich meine Freundin dazu gleich noch was zu sagen. Alles super. Ich mache gerade... Hast du traumatisiert? Nee, alles gut. Ich bin übrigens jetzt ready. So, ich habe gerade mal kurz einen Outfit-Check gemacht. Und jetzt geht's gleich los. Alter. Wir können den Keller angucken, Friends. Let's go. So, Leute, wir gehen jetzt so runter. Ja, aber allein schon diese Bull-Auswahl. Das ist schon krass. Hier ist dieser Chillraum, ne? Ja. Das ist halt schon echt, echt heftig. Vor allem, wenn man guckt. Also ich finde, oben wirkt es nicht so, als wenn man noch so einen fetten Keller hat. Der Keller ist ja genauso gut fürs Haus. Und das ist halt auch richtig Premium. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich habe jetzt kein Geld, ich hätte sonst richtig gern was gezogen. Ah. Einfach so eine richtig fette Kaffeemaschine ist auch krass einfach. Aber es ist halt schon richtig heftig. Hier lief wohl gestern Abend ein bisschen was. Alter. Das ist halt schon wirklich anders heftig. Da ist auch richtig so ein Aufnahmezimmer, ne? Ja, ja. Schon voll nice aussehen. Oh ja! Oh mein Gott. Hä, ja, das hat eben ganz kurz geblinkt. Guck mal. Ah! Oh mein Gott. Er fokussiert es einfach nicht. Hello! Das erkennt man leider nicht so gut, wie es in echt aussieht, leider. Okay, also kurzes Shoutout an den Freund von meiner Freundin. Und zwar, er ist ein Künstler, namens Young Rider. Macht auf Spotify Musik, hört da gerne mal rein. Deswegen auch diese ganze Ausstattung hier ist einfach krass, wirklich richtig krass. Ich verlinke euch das mal hier oder blende euch den Namen ein und dann checkt ihn mal gerne aus und lasst mal ein bisschen Liebe da. Also Leute, wir sind jetzt auch ready. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Nehmt euch natürlich mit. Wie gesagt, zeige euch kleine Einblicke und werden jetzt erstmal Saarbrücken erkunden. Let's go! Lass mal gleich anstoßen hier. Okay. Ey, dieses Geräusch ist gleich, das muss ich so ASMR-mäßig machen. Hör zu. Das ist schon ein geiles Geräusch.
Schau. Oh mein Gott. Cheers. Cheers. Prösterchen. Auf uns. Auf uns. Keiner checkt das. Safe, ich hab das schon richtig aufgebracht. Okay, Friends, wir waren erfolgreich in der Stadt einkaufen und wollen euch die ganzen Sachen jetzt mal zeigen, die wir gekauft haben. Die Unterwäsche zeige ich euch natürlich nicht, aber wo wollen wir denn anfangen mit dem Primer-Rock? Den muss ich übrigens erstmal anprobieren. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich meine auch nicht anprobiert. Drück die Leute, da. Leute, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob mir das steht, ob es gut stehen. Aussieht. Ich weiß es nicht. Es ist ein Leo-Rock und der sieht so aus. Und ich glaube, mit so einem Crop-Top, mit so einem schwarzen im Sommer, kann das ganz gut aussehen. Oder nachher. Ja, ich muss den echt gleich mal anprobieren. Ich weiß nicht, ob der an mir gut aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das fühle, aber ich würde es anprobieren. Der hat auch nur 11 Euro gekostet. Ich fühle es auf jeden Fall. 11 Euro beim Primark. Bleiben wir einfach bei Primark. Dann habe ich mir noch zweimal ein paar Strumpfhosen gekauft. Einmal in 30, einmal in 15. Ja, die werde ich noch bald, glaube ich, anziehen. Ja. Das ist halt so ein Standardding, was man bei Primark immer sehr gut kaufen kann. 4 Euro. Ja. Willst du da noch kaufen? Zeigen deinen Rock. Ah ja, okay, warte. Ein Rock, denn... Wir wollen es ja heute ein bisschen schicker machen. Und der ist ziemlich geil. Ja. Nein, der ist wirklich nice. Wirklich. Ja, und wenn du das Shirt noch einschickst, meinst du? Also wir müssen das gleich eh alles nochmal anprobieren. Also ja, wir haben das alles noch gar nicht anprobiert. Ey, diese Primark-Kasse. So geil. Die Primark-Kasse war so voll. Es war so voll in diesem Primark. Dann hatten wir deine FFP2-Maske auf. Das heißt, wir haben auch keine Luft bekommen. Es war eh richtig stickig. Diese Menschenmasse, diese Reizüberflutung an Produkten, das war wirklich heftig. Und die haben ungelogen fast bis nach draußen gestanden. Das war wirklich krank. Ja, also eine Frau ist einfach im Bademantel rausgegangen. Die hat einfach keinen Bock mehr. Sie so, nö, ich gehe jetzt. Ja. Sie hatte auch so diese Schlappen an, diese Bademantelschlappen. Ja, ja. Sie war komplett eingekleidet. Vielleicht als wenn wollte sie es auch klauen und dachte, ihr auffälliger ist unauffälliger. Ja. Das wäre sehr schlau gewesen, auf jeden Fall. Perfekt. Okay. Perfekt. Let's go. Gut, dann waren wir in so einem Laden, der heißt 24 Colors. Oh mein Gott. Das ist auch so eine, ich glaube, das ist eine Kette, aber es gibt sie nicht so oft und das ist auch nicht so ein großer Laden. Das ist immer nur so eine kleine Boutique. Ich habe dir vorhin erst mal erklärt, was eine Boutique ist. Und da hatten die irgendwie 50% auf alles. Und du bist doch mal sicher gegangen, dass sie wirklich 50% auf alles hatten. Sie hat durch den ganzen Laden geschrien. Geht das auch auf die ganzen Sachen hier an der Wand? So, ja, 50% auf alles. Das heißt, dieses Oberteil kostet jetzt nur 20 Euro, wenn das jetzt 40 kostet. Genau richtig. Das heißt, der ganze Laden wusste denn, dass 50% auf alles geht. Ja, aber zum Glück habe ich dir doch mal gesagt. Ja. Die haben da doch mal zugeschlagen. Auf jeden Fall. Ich habe mir nämlich zwei sehr coole Sachen gekauft. Einmal so ein Pulli, der sieht so ein bisschen vintage aus, finde ich, die Farbe. Der ist mega cool. So oldschool irgendwie, in so einem lila Ton, so einem Kragen. Und der sieht wirklich echt angezogen ziemlich, ziemlich chillig aus. Wenn man den irgendwie reinsteckt in so eine Mom-Jeans, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und womit der auch sehr, sehr gut aussieht, ist in Kombination mit meiner neuen Jacke, die ich mir gekauft habe, für 20 Euro. Hast du ja nochmal gefragt. Und zwar ist das so eine Oversized-Jeans-Jacke. Man sieht auch, dass die Ärmel so richtig fett sind, aber das sieht angezogen richtig, richtig geil aus. Ja, auf jeden Fall, diese Jacke sieht so geil aus. Richtig die nice aus. Vor allem. Ja, in Kombination mit diesem Pulli aber auch so. Also ich kann mir das auch sehr gut mit dem neuen T-Shirt vorstellen, das ich auch noch gekauft habe. Du musst das kurz erklären, glaube ich, die Story. Ich glaube, du kannst es besser erklären mit diesem T-Shirt. Also genau, die Geschichte mit dem T-Shirt ist, mein Freund und sein Mitbewohner und so, die wohnen halt in einem Haus und in dem Haus ist unten ein Studio. Ich glaube, Kiki hat es auch schon gezeigt. Ja, das ist einfach krass. Wirklich. Genau, und die haben T-Shirts gemacht und die Kiki hat sich jetzt auch eins gegönnt. Und das T-Shirt ist halt einfach richtig geil. Ja, es ist halt, man macht Werbung und das sieht geil aus. So, das muss man halt einfach ganz klar so sagen. Ich finde auch nicht, dass es aussieht wie Werbung. Es ist einfach wirklich nice. Sieht nicht aus wie Merch. Ja, man muss vielleicht auch sagen, das Studio heißt Carbonara Studios. Und das ist halt einfach richtig nice. Vor allem, wenn man das hier in so eine Mom-Jeans reinschiebt mit dieser Jeansjacke. Genau, also falls ihr, gibt es da einen Shop oder so? Ja, die können dann bei Insta schreiben. Ja, einfach bei Insta. Ich blende euch ja auch nochmal den Namen ein von dem Studio. Dann könnt ihr den gerne schreiben, falls ihr auch so ein T-Shirt haben wollt. Genau. Das ist halt wirklich nice. Ja. Und dann schreibt mal, ihr kommt von Kiki. Genau, ja. Ja, genau, das waren die Sachen, die ich gekauft habe. Hast du noch was gekauft? Ja, ich habe auch noch, ich habe mir noch ein T-Shirt für den Rock gekauft. Und so das war geil. Das letzte. Mhm. Und Kiki meinte halt, das ist ein Sign. T-Shirt halt gesehen, das ist das letzte gewesen. Dann habe ich das mitgenommen. Ich hoffe, das sieht cool aus mit dem Rock. Safe. Das ist halt auf jeden Fall das Shirt. Ich finde das halt voll schön. Vor allem, wenn du es so in den Rock reinsteckst, wie gesagt, mit diesen Ohrringen. Die kommen jetzt. Oh mein Gott. Ja. Also ich bin halt aktuell voll der... Also vorher war es halt Kim Kardashian. Ich habe auch immer gesagt, ich bin Christine Kardashian West. Ich dachte das halt wirklich kurz unangenehm, aber ich dachte das. Und jetzt denke ich halt aktuell, ich bin Hailey Bieber.
Und ich weiß nicht, ob ihr diese Hailey Bieber-Ohrringe kennt, aber ich habe mir hier so voll schöne Ohrringe. Kann man das kannst sehen? Du vielleicht ein bisschen näher ranhalten. Genau, das sind die. Ja, auf jeden Fall habe ich mir diese, sind es Kreolen? Ja, so kleinere Kreolen, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich mir die gekauft, weil ich habe die bei Hailey gesehen und ich fand die so schön. Genau, an der Hailey hat die wahrscheinlich nicht von Primark. Ich habe von Primark 2 Euro, Leute. 2 Euro, wenn die einen Abend halten, bin ich schon glücklich. Oh mein Gott, Leute, das habe ich auch in diesem Laden gekauft, wo Kiki sich diese mega coole Strumpfhose. Hallo. Da hat sich Kiki diese mega schöne Strumpfhose gekauft. Und hat Strumpfhose? Diese mega schöne Jeansjacke gekauft. Und da dachte ich mir so, ich muss mir halt so... Also wir haben, Kiki und ich kennen uns halt schon super lange. Ich weiß gar nicht, wie lange, 6, 7 Jahre. 2005 haben wir uns kennengelernt. 15. Das ist schon krass, ey. Leute, kurze Geschichte. Ich habe Kiki... Soll ich erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, erzähl. Leute, Alter, ich weiß nicht, vielleicht muss ich ein paar Wörter daraus denken, weil YouTube dabei sowas... Ich sag nicht genau, wo, okay. Aber du kannst ja auch einblenden hier. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt, ich hatte meinen ersten Tag da und Kiki kam so zu mir in mein Zimmer, weißt du das noch? Ja. Sie ist so aus der Dusche gekommen mit so Adiletten und sie hatte so einen Dutt und irgendwie so ein richtig chilliges T-Shirt, weil was soll man da anziehen, ne? Ja. Und dann kam sie zu mir und meinte so, wollen wir Kicker spielen? Das war einfach die Pickup-Line und seitdem sind wir so, wir sind wirklich... Das ist so heftig. Und vor allem, das ist halt echt krass. Also, wir haben uns ja wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Zeit kennengelernt. Ja. Und ich finde, dadurch sind wir halt auch emotional so richtig heftig zusammengeschweißt. So, und ich meine, das ist jetzt 7 Jahre her. Ja. 7 Jahre. Ja. Und wir hatten auch zwischendurch echt lange keinen Kontakt. Aber trotzdem, als wir dann wieder Kontakt aufgenommen haben, war es so, als wäre diese ganze Zeit dazwischen nicht gewesen. Und das ist einfach richtig krass. Und ich muss auch echt sagen, also die Zeit dort hätte ich ohne dich wirklich nicht so gut überstanden. Wirklich nicht. Echt nicht. Und wir können mittlerweile auch echt, also es war ja wirklich nicht einfach damals, das könnt ihr euch schon vorstellen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch das vorstellt, aber ich hatte gerade gut. Es war halt wirklich nicht einfach, aber irgendwie können wir mittlerweile so darüber lachen. Ja. Also wir lachen darüber den ganzen Tag und nicht, weil wir so aufgewühlt deswegen sind und es irgendwie verdrängt und was halt wirklich irgendwie schon witzig. Und weil wir halt auch irgendwie stolz sind, weil damals hätten wir halt niemals gedacht, dass wir heute an so einem Punkt sind, wo wir jetzt sind, so dass wir jetzt so normal einfach den Tag heute so ganz normal leben können, so weißt du? Wenn ihr mal in so eine Situation kommt, so eine Einrichtung, sucht euch einfach eine Person, man braucht wirklich, also man denkt vielleicht so, oh, wir müssen jetzt zu den Coolen gehören oder so, die vielleicht auch einem gar nicht so gut tun. Mhm. Sucht doch einfach eine Person, weil es reicht schon, wenn eine gute Freundin hat. Wirklich. Und auch wichtig, dass man da jemanden hat, mit dem man das alles durchsteht. Ja, genau. Denn so kann man halt irgendwann auch zusammen darauf zurückgucken und auch lachen so. Und nicht, weil es irgendwie lustig ist, was da passiert ist, sondern einfach, weil man das so verarbeitet hat und da jetzt so drüber stehen kann mäßig. Genau. So, wir hatten uns im Ligretto. Genau. Ligretto. Also auf jeden Fall in diesem Laden, also in dem Bezug auf das, was wir halt gerade erzählt haben, einen Jutebeutel gekauft. Ist das jetzt falsch rum wahrscheinlich? Ne? Nee, das ist richtig. Sie sehen wir nur gerade falsch rum. Ehrlich? Mhm. Ja, oha. Das ist richtig rum. Good things coming. Genau, das ist so jetzt unser Motto. Ich finde den halt auch so schön. Ich habe den heute als Handtasche benutzt. Ich werde den noch weiterhin benutzen. Ich finde das übel nice, Also ich finde auch YouTube-Beutel richtig geil. So, das war unser kleiner Einkauf. Wir dachten, wir zeigen euch das mal. Wir werden uns jetzt ready machen. Sind ja hier auch schon ein bisschen am Sippen. Und dann werden wir weiter uns auf den Weg machen in eine Bar und uns einen schönen Abend machen. Ja. Das war wirklich ein richtig schöner Tag. Morgen geht's auch weiter und werden den Tag jetzt entspannt ausklingen lassen. Make them come to make them come to you. Oh, I know they never really thought about it. I know I gotta make them on about it. Gotta make them come to make them come to you. Oh, say less, I'ma have to show men what I do. It's hold your power season. Hold your frame, hey. And put respect all up on my name, hey. Know my presence here. But give me space, hey. And know my influence, if not by fame, hey. I'll come your way sometimes, but not in pain. I've come to no distance without disdain. I play my role and I know my place. So, Friends, wir haben uns jetzt ready gemacht und werden uns jetzt aufmachen, um frühstücken zu gehen. Und zwar habe ich da einen richtig coolen Foodspot ausgesucht. Auch nochmal ganz kurz den Outfit-Check. Selbst du hast gesagt, dass der richtig geil aussieht, oder? Bin sehr gespannt. Übrigens meine neue Jacke an. Mit so einem Rock. Aber wir werden es jetzt auf den Weg machen. Das Wetter ist auch einigermaßen gut. Ihr seht es am Licht. Das ist gerade richtig perfektes Licht. Mein Gott. Alright, Friends, bis gleich.
So, Franz, wir sind wieder zurück und es gibt leider ein sehr, sehr trauriges Update und mir geht's auch wieder einigermaßen gut, vorhin ging's mir gar nicht gut, denn ich habe leider meine Bankkarte einfach verloren und ich weiß nicht, wo ich sie verloren habe. Wir waren in diesem Café und wollten mir zahlen und dann wollte ich meine Karte rausholen und die war da einfach nicht in meinem Portemonnaie. Ich war so, hä? Und es war richtig komisch, denn mein Portemonnaie ist in meinem Rucksack ausgekippt. Aber erstmal ist kein Loch in meinem Rucksack und zweitens waren alle Karten, alles war da, außer diese Bankkarte. Und ich habe dann auch gedacht, ich habe nämlich hier so eine Tageskarte heute für den Zug gekauft, ob ich die da vielleicht im Ticketzieher-Ding, ob ich die da vergessen habe, aber auch nicht. Also einfach richtig komisch, wirklich ganz, ganz komisch. Ich habe die natürlich auch gesperrt und alles ist auch alles gut so und ich kann morgen auch einfach ganz normal zur Bank und mir eine neue holen, aber es lässt mich einfach nicht... kalt, dass ich nicht weiß, wo ich die verloren haben könnte, weil ich es nicht verstehe, wirklich. Wir sind von der Bahn direkt zu dem Café gegangen, also da war kein Zwischenschritt und ich weiß auch, dass ich diese Karte aus diesem Automaten rausgezogen habe. Ganz, ganz, ganz weird, also super, super weird und wie gesagt, vorhin ging es mir gar nicht gut, weil ich dachte, scheiße, was macht man jetzt? Mir ist es halt noch nie passiert. Aber meine Freundin hat mich dann wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Ich habe meine Mom auch angerufen, die hat mich auch unterstützt und dann hat das auch alles geklappt, so wie gesagt. Ja, ich habe, wie gesagt, alles gesperrt, werde morgen eine neue holen und ja, wie gesagt, war jetzt nicht so ein ganz schöner Abschluss so. Aber wie gesagt, mir geht es ja auch wieder gut. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen gechillt, kurz noch das Video fertig gemacht, was heute online kommt und jetzt werden wir gleich noch kurz zu Mc's fahren und ein Eis essen, denn auf diesen Schock brauchen wir jetzt erstmal ein Eis auf jeden Fall. Und dann geht es für mich auch wieder zurück nach Stuttgart, aber ich werde euch gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mitnehmen. So Leute, ich werde jetzt packen und dann geht's gleich los. Wie gesagt, ich zeige euch noch kleine Insights, aber ja, ich würde einfach nur sagen, immer optimistisch denken und es gibt immer Lösungen. Nicht verzagen und Freundinnen oder Mütter fragen. Oh mein Gott, das war schlecht.